Wie haben Juden die Flucht aus Deutschland vor dem Naziregime Hitlers erlebt? Wer hat ihnen dabei geholfen und wer hat sich abgewandt? Die Erinnerung daran wird in einer Gedenkstätte für die Flüchtlinge in Rien bei Basel lebendig gehalten. Grenzgebiet Deutschland-Schweiz bei Basel. Ohne Zaun, ohne Schlagbaum, heute wie damals im Zweiten Weltkrieg. Dan Ciambico und Johannes Czwalina haben sich hier auf die Suche gemacht nach Fluchtgeschichten. Juden, die über die grüne Grenze kamen, unsicher, ob noch im deutschen Nazireich oder schon auf sicherem Schweizer Boden. Beeindruckend. Weil ich das wie spüre, auch diese Angst, damals die Kälte, aber auch dann die Zuflucht und die Freude, doch hier aufgenommen zu werden. Im ehemaligen Bahnwärterhäuschen im Basler Vorort Rien haben Czwalina und Ciambico diese Fluchtgeschichten dokumentiert, die nicht immer gut ausgingen. Eine Gedenkstätte mit den Erinnerungen von Schweizer Zeitzeugen, die damals als Kinder die jüdischen Flüchtlinge beobachteten. Und sie fragten ihre Mutter, was das für Leute sind. Und die Mutter sagte, das sind Juden, jüdische Flüchtlinge. Das sind ja keine echten Flüchtlinge, das sind Juden. Die werden jetzt wieder zurückgebracht nach Deutschland. Und dieser Satz ging mir wie ein Stich durchs Herz. Dokumentiert aber auch die Geschichten der Fluchthelfer. Als Zehnjährige erlebt Susan Müller-Steffen, wie geflüchtete Juden bei ihrem Vater und ihrer Mutter unterschlüpfen können. Meine Eltern haben mir auch gesagt, ich darf nicht darüber sprechen. Ja, ich durfte nicht darüber sprechen, dass immer wieder andere Leute bei uns übernachtet haben. Sprechen können und dürfen Sie jetzt in einem Buch, das an die dramatischen Geschichten von Flucht und Zivilcourage erinnert.